Get up. Let's get up, Mann. Tati hat mich mal wieder am Start. Nach langer Zeit. Nach langem. In der Zwischenzeit hat der Bargesticher ganz gut ersetzt. Aber in letzter Zeit hat der auch geschwächelt. Er hatte Liquid relativ gut ersetzt. Ja, jetzt bist du wieder da. Mich kann man nicht ersetzen. Weil ich schwäche nie. Wenn ich dabei bin, bin ich dabei. Wie kommt es eigentlich, dass nie mehrere gleichzeitig ihr Bestes geben können? Immer nur einer. Ja, diese Theorie habe ich schon, die habe ich ja schon mal erklärt. Echt jetzt? Ja, und zwar, jetzt habe ich auch vergessen, wie das war. Ja genau, es ist ja immer so. Ja. Also wenn ich jetzt am Start bin zum Beispiel, ja. Ja, dann ist der Bade schon, also ich denke, dass der Bade und Nico richtig gut drauf sind, ja, weil ich hier oben bin, ja. Ja, und die sind ungefähr hier, ja. Genau, ja. Und die wollen dann nach oben kommen. Ja. Das ist ja klar, dann wollen sie ihr Bestes geben. Ja. Ja. Bei mir ist es ja immer so, ich habe eigentlich keinen Ober mehr. Ja? Ich muss halt immer meine Top-Leistung geben, damit ich die Leute ansporne. Wie lange hast du? Wenn aber zum Beispiel ein John dabei ist, ja? Der ist halt hier unten. Ja. Und dann ist es auch für mich schwer, oben zu bleiben, ja, wenn einer unten ist. Ja? Echt? Und wir müssen uns einfach immer gegenseitig pushen. Ja? Und es geht halt einfach nur mit ein paar Leuten. Ja? Und wenn John dabei ist, ist es meistens eh tot. Nein, Schwan. Das Problem ist halt immer, dass halt immer wieder bei uns halt, jetzt bin ich wieder da, ist aber badisch keine Zeit, Nico kann nicht kommen, ja. Dann werden wir heute wieder eigentlich ein gutes Trio, ja. Aber das ist immer komisch, immer kommt irgendwas dazwischen. Ne? Vielleicht nächste Woche, dann bin ich noch nicht da vielleicht oder so, dann kommt wieder den anderen, weißt du. Das war mit dem, was wir machen oder was wir haben, das Beste. Machen wir das, ne? Wie krass werden wir, wenn alle mal startbereit werden? Also eigentlich wären wir dann schon richtig krass. Ja, richtig. Heißt aber irgendwie, das ist echt ein Manko bei uns. Ja. Wir können uns nicht irgendwie treffen. Ja. Wir nicht irgendwie uns zusammenfinden, alle zusammen. Ja, es ist ewig lang her, dass wir wieder lange zusammen, also dass alle zusammen waren. Das war ja eigentlich nur bei der EM. Wobei, ja, sonst. So privat haben wir es echt selten geschafft. Was geht mit dem neuen Setup? Kennst du dich aus? Nicht so wirklich, aber ich habe jetzt so ein paar Informationen. Reicht jetzt mal. Und ich werde jetzt mal ein paar Sachen ankreuzen, die ich eventuell brauche. Hast du unsere TPT-Videos nicht angeschaut? Ich hatte echt keine Zeit, aber die muss ich alle nachholen. Oh mein Gott. Ja, aber ich schaue mir immer alles an. Aber ich muss halt wieder... Da wurden alle Themendecks erklärt. Ja, den kenne ich ja. Die Sub-Terror kenne ich und diese Spionage-Ding nicht. Aber Diamit habe ich mir nicht angeschaut und Metal Force habe ich mir auch nicht angeschaut. Aber ich glaube, dass sie ganz gut wird. Ja, Metal Force wird krass. Ja, aber noch nicht, aber wird. Das heißt, man sollte sich die Karte schon mal ranholen. Richtig. Deswegen schon mal alles ankreuzen, was mit Metal Force zu tun hat. So ist es. Da ist eh nur alles kommen. Genau, ein Spiel nach draußen. Dark Planet, Digga! Dark Planet! Dark Planet Turbo! Oh mein Gott, Mann! Oh, warte, yes. Ich hab noch ein Monster extra nur für dich. Obelisk! Oh mein Gott, stimmt, Mann! Obelisk! Obelisk Turbo! Hört sich sehr stabil an. Dark Planet ist aber einfach rausgekommen, Leute. Ja, das stimmt. Aber Obelisk hat das Style. Aber die ist echt interessant, Mann. Ja, aber auch so. Du musst halt immer gucken, was für Leitpunkte du hast. Und dann aktivierst du. Ich meine, im Kosmos spielt man eh immer viele Monster, zum Beispiel. Wenn man Glück hat... Schwierig. Ja, wenn man Glück hat, trifft man... Das andere ist, du musst eigentlich Defense und Angriff deiner Monster dann auswendig können. Das ist eine Voraussetzung. Ja, Mann. Dass du dementsprechend spielst. Defense, ja. Defense ist echt unterschätzt. Ja. Man weiß echt nicht über Defense. Aber wie viel Defense hat Ding? Dark Planet? Nicht Dark Destroyer? Der hat 1,8. Ihr schaut. Wenn ich bei 4,8 bin, kann ich mir auf die Hand holen. Ja. Also, die Karte ist schon sehr... Also auf der Starthand, wenn du so damit anfängst, kannst du viel damit machen. Ja, das heißt viel damit machen, da kannst du nur ein Ding holen, Mann. Dark Planet. Dark Planet, Leute. Ja, das reicht schon, Leute. Das reicht doch. Die musst du immer gleich auf der Schachmatte haben, Mann. Ja, probier sie mal. Mach ich auch.
Weltklasse, oder? Oh mein Gott. Weltklasse-Karte, Mann. Und dann noch mit diesem, noch mit wie heißt der? Gofu. Gofu, genau, Gofu auf Zolkin, Mann. Ich glaube, du bist jetzt K.O. Neues Deck, Alter. Dark Side Turbo, Mann. Der Name gefällt mir, Alter. Der neueste Tuner muss endlich rauskommen. Ich dachte, es ist alles los mit dem. Ein Tuner fehlt noch. Noch krasser. Ein Tuner Level 8. Da kannst du erst so. Ah, okay, ja. Der Vanilla. Da kannst du Zeug hinaushauen, Mann. Ey, kennst du schon die Nacht-Tuner? Ja, alles mit Gospel oder mit. Ja, davon hat doch der Line Demonier geschrieben. Viele reden viel, aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich finde Decks, die erst ohne Zeug raushauen können, ohne Probleme, sind schon, das ist schon ein krasser Start. Ja. Aber ganz ehrlich. Ja, da Cosmo kann ich auch erst ohne rausbringen. Was denn? Das ist ein Gofu, Mann. Das ist Gofu. Oh mein Gott, kennst du nicht Gofu? Beste Karte in dem Set. Wenn du keine Level 5 tust, er ist 6 Tuner, also ein Deck, ja. Die kannst du einfach sprechen, wenn du keine Haus hast. Das ist ein Cyber-Train. Ja? Und er holt noch zwei Tokens. Er holt noch zwei Tokens und dann musst du einfach noch einen Fünfer raushauen. Der Tuner. Der Slip-Rider. Okay. Zum Beispiel. Spielst du Zeugchen da? Ich hab doch schon mal Ding getestet, man. Zeugchen kostet. Aber mit dem, wie heißt der? Quick-Draw. Mit Quick-Draw. Okay. War auch interessant. Aber der ist schon gar nicht so schlecht. Der ist Tuner, Mann. Da kann man sogar, ich kann sogar tunen, Alter. Ich kann sogar auf 7, auf 8, ich kann auf alles gehen. Ja, ich weiß schon. Aber die Zauberkarte 10. Alter, die Karte mit, wie suchst du mit Kabel, Mann? Da sind echt viele interessante Karten drin. Das Set ist echt krass eigentlich. Das Set ist echt nicht mehr. Viele neue halt. Ja, aber auch so viele Karten, die du auch in jedem Deck so mit reinsplashen kannst, weißt du? Aber dieser Gruppe ist doch, wieso ist der noch Kamen? Das verstehe ich gerade. Ja. Kommt einfach nur. Wir hätten hier echt Secret Rare machen sollen. Ja, der kommt einfach nur. Da hätte ich richtig schon groß gemacht. Hört sich Konami, Secret Rare, Mann. Ja. 150. Beste. Sogar fast für die bist auch dabei sein, von deinem Hand zu decken, Mann. Okay, die Zauberkarte ist aber echt krass. Die ist aber echt krass, die muss man anschauen. Wie komme ich hier raus? Ja, nee, einfach. Oh mein Gott. Und? Nee. Ja, diesmal durch. Warte kurz vor, warte. Das war durch, Mann. Oh mein Gott, Mann. Ja. Die ist sogar noch permanent, Mann. Super mit Hanzo. Die ist noch permanent gekauft. Super mit Hanzo, erstmal das. Direkt mit Apex-Kombination, Mann. Oh mein Gott. Ist auch so. Oh mein Gott. Ja. Die ist echt krass. Die ist echt krass. Die ist schon gut. Ihr werdet es wieder sehen, der Rush steht oben. Ich glaube, das wird schon gut, Mann. Da kann man was machen. Aber die Decks momentan zu krass, ich weiß nicht, es ist gut, aber mal sehen, ob das mithalten kann. Aber es ist mit Swan-Deck. Ja, mithalten nicht, aber so an sich. Cooles Swan-Deck. Die bringt schon echt krasse Karten. Aber ich überlege echt, ob ich irgendwie an der Terrasse irgendwie was bauen kann. Oh mein Gott, der Hype von dem Leinden. Nein, glaubst du an den Leinden? Nein, der Effekt ist echt gut, Mann. Der Effekt ist echt gut. Welcher mit den Ausflug? So eine Ding, hier oder so. Ja, Alter, ist gut. Was ist das? Oh mein Gott, gefährlich. Weiter am Anfang war die. Wir haben jetzt am Anfang doch drüber geredet. Ja, man, lief mal durch, oder? Hier ist ein Spirit-Monster. Ich erinnere mich doch an deine Spirit-Zeiten, Mann. Ja. Die waren echt schlimm. Alter, jetzt. Damals hat die echt noch begeistert von Yu-Gi-Oh! Hätten wir hier so fast jeden Tag geschrieben mit neuem Spirit-Deck. Sogar wo wir uns privat gesehen haben, immer Spirit, über Spirit geredet. Beim Bowling, Spirit. Immer Spirit.
Spirit war schon geil. Was ist mit Spirit passiert, Tati? Wieso hast du sie gebaut? Ja, ist zu langsam, Alter. Aber sie muss verdeckt getargetet werden, schon richtig, oder? Ja, oder offen. Also der erste Effekt, offen oder verdeckt getargetet. Oder der andere Effekt, aber der zweite. Das Banish schon geflippt werden. Ja, und du banish alle Karten aus. Ja, aber wie willst du darauf reagieren? Was? Ja. Du willst halt, du rechnest eher mit einem Überraschungseffekt mit der Karte, oder was? Dass du sie verdeckt hast, was du beschwörst, oder wie? Wie willst du den Effekt rauslocken? Ja, natürlich, ich muss sie halt irgendwie verdecken. Achso, ganz ehrlich, wenn sie verdeckt gewählt wird, zum Beispiel vom Vater, dann ist sie krass. Ja, dann zieh ich erstmal die Karte. Ja. Ja. Aber der Effekt, dass wird sie dann noch aufgedeckt oder habe ich das? Schau, wenn du angreifst zum Beispiel. Ja, dann ist klar, dann wird sie aufgedeckt. Ja, dann wird alles gebannt. Aber nur dann. Aber du kannst auch flippen. Aber wenn sie verdeckt gezielt wird, darfst du eine Karte ziehen. Ja. Ja, aber der. Nein, auch offen, auch offen. Ja, aber der andere Effekt kommt nicht, oder? Dass sie aufgedeckt wird dann. So, das meine ich. Ich jetzt gerade. Nee, sie wird ja gar nicht aufgedeckt. Sie ist doch gar nicht aufgedeckt. Alter Mann, die ist endtot, Mann. Oh mein Gott. Wir haben hier Laszlo, er will uns mal seine Sneak-Karten zeigen. Hast du gut gezogen, Laszlo? Ganz ordentlich. Ich hab zwar nicht so viel fürs Extra-Deck, nur den hier. Aber dafür habe ich 3 Ultra-Rares gezogen, 2-mal den Spiral. Oh, Alter, den brauche ich. Gibt's den ab? Und noch einmal den neuen Würm. Dann habe ich eine Amaterasu, 2 Sneak, ziemlich gut. Beschwörst sie einfach. Wir kennen den Effekt, ja. Wir kennen den Effekt. Ist super, danke, dass du es nochmal erklärst. Danke. Hast du sie auch rausgekriegt? Machst du eigentlich jedes Duell. Echt? Oh mein Gott, jedes Duell. Also hast du gependelt, oder? Dann geopfert, oder was? Ja, genau. Zum Beispiel. Also verdeckt geopfert, ja. Oder? Und dann kann der Gegner. Ich sag ja, Pendeldecken werden sich schon gleich was schlecht tun. Es gibt kein Out dagegen bei der Sneak. Also der Gegner muss angreifen oder nichts machen. Und ansonsten flippst du Bench alles, oder? Ja, genau. Oder das ist nicht ganz krass. Metal Cold Fusion kann ich halt immer hinholen. Ist auch ganz nützlich, kannst du Karte beziehen. Wie stehst du da so? Ich stehe jetzt 2-1-1. Sehr gut, Laszlo. Ja. Nicht ganz so gut wie letzte Sneak, da stand ich 5-0, aber... 5-0? Ja. Ist okay. Bist du zufrieden mit der Sneak? Ja, bis jetzt schon. Wenn ich noch eine Matte gewinne, wäre schon geil. Das war's von Laszlo? Ja. Du bist ein Fanfavorit, wusstest du's? Was? Du bist ein Fanfavorit, die Leute feiern dich. Okay. Okay. Hoffe ich bald mehr von Laszlo. Wie läuft es mit deinem Young Sing Deck? Auch ganz gut, ist ja Metal Force rausgekommen. Ja, wirst du so spielen. Dann gibst du dein Deckpuffer, oder? Ja. Wann bist du bereit? Weil du weißt, jetzt Profi bin ich dabei. Oh mein Gott, okay. Alles klar, Laszlo. Die Jungs haben sich 2 Matten machen lassen. Tati, zeig mal dein Motiv. Er hat sie machen lassen. Aber dein Motiv? Mein Motiv war das damalige Son Goku mit seinen Formen, ja, mit seinen Stufen, seinen Ringformen und mit den zwei Fusionen. Also einmal die normale Fusion, einmal die Potara Fusion. Da habe ich direkt eine Frage. Ja. Wieso hast du es nicht erneuert und hier noch Gott sei Dank und so hingetan? Es war schon gemacht gewesen. Das muss man. Ja, aber die Matte war ja doch relativ neu, also. Ja, er hat sie ja vor ein paar Wochen jetzt gemacht, oder? Ja, vor ein paar Tagen habe ich sie gemacht. Ja, eigentlich. Aber ich habe ihn das Motiv nicht nochmal abändern lassen. Ja. So nicht, hat er. Das muss man eigentlich machen, ja, für die Zukunft. Aber da kommt, da fehlt auf jeden Fall noch die Gottseite-Ding. Einmal, was gibt's denn eigentlich? Sollen wir die rote auch drauf machen? Eigentlich nicht, oder? Nur die blaue hier. Drachengeiter. Warte, lass es offen für den direkten Vergleich. Das sind einfach alle krassen Charaktere, die es gibt. Eigentlich nicht, nein. Aus jeder Anime. Das sind alle schlechten Charaktere. Blue Eyes gegen Yugi ist ein Magier, immer verloren. Ja? Er immer verloren gegen Tsubasa. Er immer verloren gegen Kakarot. Sein Sohn genauso schlecht wie der Vater, oder? Die beiden Penetoren. Er immer gegen Kakashi verloren. Hey, er ist der Beste. Er immer gegen Kakashi verloren. So ein Bullshit, Mann. Das steht ohne Schuhe. Er verliert immer gegen Naruto, Alter. Endlich, du warst hier hin, Alter. Hey, Zuschauer, welche Matte findet ihr besser? Lasst es unten in den Kommentaren.
Als Sneaker, oder? Neue Edition rausgekommen. Ja, Mann. Gutes Set, sehr gutes Set. Die Jungs, die Leute haben Spaß. Nicht nur Jungs, auch Mädels. Ja, Mann. Jungs und Mädels. Fantainment bringt alle zusammen. Schaut bei Fantainment vorbei. Ja, Mann. Kaufst du Displays, oder? Gute Karten sind drin, Mann. Hier haben wir Anton, der Kleespieler. Ich spiele kein Klee mehr, ich hab's auch. Aber du bist auf unserem Channel als der Kleespieler bekannt. Ja, ich spiel's wahrscheinlich später mal wieder. Wann gibt's mal wieder einen Deckungsfall von dir? Ja, Klee irgendwann vielleicht wieder, keine Ahnung. Ich habe auf der DM Klee gespielt. Du warst auf der EM? DM. Wieso haben wir dich nicht gesehen? Weil ich 1-3 gegangen bin. Dann bist du nicht mehr aufgetaucht, oder? Ich bin nicht gegangen, ich habe halt noch Side-Events mitgespielt und habe halt die ganze Zeit gebrickt. Er war auf der EM? DM. DM? DM, ja. EM oder DM? DM. Okay. Das warst du nicht auf der EM in Berlin? Nee, ich hatte weder eine Quali noch hatte ich Lust hinzufahren. Okay. Ja, DM weiß ich, ja. DM willst du mal, aber Rimini. Heute, Anton. Hörst du Rimini? Vielleicht. Ich fahr halt ungern mit Meta-Deck hin, weil das spielen alle Meta. Du warst der Klee-Spieler, man, Klee war Meta. Ja, und du spielst auch Monarchen online. Also ja. Auch, Monarchen ist auch Meta. Aber nur im Unranked. Also für alle, die sich wissen, Anton ist Top, wie viel? Was? Top 11. Top 11 auf Death Pro. Man glaubt es kaum. Ja, es ist aber mit Monarchen, oder? Monarchen, Pendel. Jetzt habe ich auch Monarch FTK gespielt. Heute. Aber nicht um damit. Ja, nicht um hochzukommen. Es ist lustig mit Monarch FTK, weil du einfach lauter Rages kapierst. Das ist einfach richtig lustig. Die Leute dich beleidigen und dann meinst du, sie sich aufregen. Also ein Provokateur am Online, ja. Aber im wahren Leben macht es der Mut, glaube ich, nicht auf. Es ist online viel lustiger, die Leute, es ärgert die Leute, wenn sie nichts dagegen tun können. Bagisch, du bist in dem Tag, du kannst ein Beispiel an ihm nehmen. Er hat immer noch nicht die Top 10 geknackt. Ja, Mann. Ich war schon mal Erster in der Zeit. So ist es. Erster? Ja, da gibt es so viele Leute, die schauen bloß, wenn jemand innen ist, dann fangen sie an zu spielen. Und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit ranked. Kein Problem. Aber wenn du dich reinlegen würdest, dann kein Problem erst, oder? Ja, es ist easy, die Leute, die... Easy, hört sie. Death Pro Platz 1, easy für Anton. Match ist schwer, aber 1 ist easy. Match ist, ja. Ich spiele Single. Du bist immer Single. Ich habe keinen Bock, Match zu spielen. Mensch, schlecht, Mann. Ich gar kein Kommentar. Match ist doch viel geiler, Mann. Es macht auch mehr Spaß, aber ich sitze da meistens so 10 Minuten vor irgendwas im Fernsehen läuft und dann spiele ich kein Match. Das dauert 45 Minuten. Ja. Ja. Egal. Ich spiele nicht Yugi. Wir sehen uns, Anton. Viel Glück noch. Ja, Mann. Servus. Vielleicht rekrutieren wir dich für die German YouTube League. Endlich mal einer, der Bock hat zu spielen. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite und leidet nicht.